Ich übernehme mal ganz kurz die Rolle von Bletten, okay? Ich habe heute wirklich den ganzen Tag trainiert und ich hatte so einen richtigen Aha-Moment mit TC0. Ich habe ja den ganzen Tag trainiert so und ich habe die ganze Zeit TC0 trainiert. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Aha-Effekt. Es nimmt wirklich mittlerweile Ausmaße an, die sind ja nicht mehr, das sind ja schon Zustände hier. Wieso spricht keiner mehr Intros für Jansky? Was soll denn das? Jansky muss alleine seine Intro sprechen. Mann. Unerhört. Jansky, grüß dich. Oh, wir haben einen K-Krämerwagen, der ist verbeult und ist, okay. Moin Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Sascha nimmt eine Wurst mit. Jo. Dennis macht Geräusche. Oh. Und Bletten versucht aus der Box zu fahren. Irgendwie kam mir dieser Clip von Bletten bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal vor 2-3 Wochen? Aber Bletten ist heute nicht im Chat. Das heißt, Bletten ist nicht so viel drin. Mann, was ist? Hat der null Kompetenz? Was soll das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Was war das denn jetzt? Mann, ey. Das war nur erste Runde, aber sonst riech mich auf. Das ist so unnötig, sowas. Okay, wir warten mal kurz. Wir sind im Qualifying. Wir gehen da in die Analyse. Wir sind im Qualifying. Da oben steht 0,0. Das heißt also, der hier vorne holt aus für eine schnelle Runde. Nehme ich ganz stark an. Da steht 0,0. Das heißt, du bist nicht auf einer schnellen Runde. Mann, was ist? Hat der null Kompetenz? Was? Oh, das könnte die erste schnelle Runde sein. Stimmt. Eine Lap ist er gefahren, dann wird das die zweite. Okay, das könnte sein. Ohne den haben wir noch kein Delta. Alright. Ja, ihr habt gut aufgepasst. Ich nicht. Sehr schön. Mann, was ist? Hat der null Kompetenz? Was soll das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Was war das denn jetzt? Mann, ey. Das war nur erste Runde, aber sonst riech mich auf. Das ist so unnötig, sowas. Ich glaube, ich werde nicht geportet. Ha! Man sollte übrigens beim Start nicht stehen. Das ist natürlich belastend. Der Carpet war doch noch hinter mir. Wieso ist denn der nicht geportet worden? Ist das dumm, Alter. Nicht mal geradeaus können die fahren, ey. Der McLaren ist ja ultra schnell. Oh, nein. Ich bin aufs Gras gekommen, sorry. Ich schieb's auf die Brille. Ah, das war dumm, Herr. Das war richtig blöd. Shit! Die Brille. Da haben wir sie wieder. Auch im letzten Video war die Brille schon der Übeltäter. Ich sag's euch. Werdet keine Brillenträger. Die Wurst. Oh, das wird nicht gut. Nein, das könnte reif sein. Ich hab doch extra früh gebremst, Waden. Watch your speed limit in the pits. Okay, Sasha. Oh, come on. Coming out into traffic. When we exit the pits, ach, da war... da war ja meine Boxengasse direkt am Anfang. Was ist das für ein Scheiß? Oh, Sascha hat sein Wheel gewechselt. Fährt jetzt McLaren Wheel. Oh. LOL! Ist uns auch, glaube ich, schon fast allenmal passiert, oder? Kialami Boxeneinfahrt ist auch absoluter Horror, ey. Absoluter Horror. Ach so, auch eine Simocube mittlerweile. Ah ja. Wow. Er läuft heute wieder. Das ist zu schnell. Ja, RIP. Ich frage mich immer, also das ist so eine Frage, ich möchte einfach mal so rein fiktiv die hier in den Raum stellen. Was geht dir im Kopf vor, eine Sekunde beim Boxenstopp zu sparen, um zu riskieren, dass du eine SG30 kriegst? Und man sieht das so häufig, dass da so reingeknallt wird in eine Boxengasse und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du was verlierst. Lohnt sich das überhaupt noch? Also jetzt wirklich mal eine Frage, lohnt sich das überhaupt? Alter, ich habe auch noch eine DT, glaube ich. Oh oh. Alter, nee.
Und ich hab das Game einfach gerickt. Junge. Ich hab das auch noch nie gesehen. Ich hab 4 Cuts. Wait, what? Das ist ein neuer Bug. Nee, das ist kein Bug. Exploit? Wie auch immer wir das nennen. 12 Head. So kannst du ja deine Punkte wieder resetten. Oder? Nee. Oder ist passiert... Ist eh nix. Er bremst doch, Blätten. Also ich meine, du, ohne Scheiß, Blätten, einfach mal liften. Nach hinten ist Platz, wenn man so in deinen Rückspiegel guckt. Lass den doch einfach durch. Du, also sei doch schlau einfach für einen kurzen Moment. Oh. Nee. Scheinbar nicht. Nee. Oh, das ist doch Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Was soll das auch? Das sind so die Millisekunden, die braucht man auch einfach im Qualifying. Die braucht man. Das sind die wichtigsten Millisekunden, die es gibt. Man muss drinnen bleiben und mit rausfahren und sich durchdrängeln. Das hat was mit Effektivität zu tun. Oh, jetzt können wir erstmal Auto wieder... Aha, okay, alright. Ja! Ich hab nichts. Also, nee, da bin ich. Ich bin aber nicht schuld ich bin aber nicht schuld am Unfall, nur das ist wichtig. Naja, also ich meine, wenn wir jetzt wirklich Blätten in die Thematik reindiven, bist du der Hintermann und du hast als Hintermann auf den Vordermann zu achten. Und im Endeffekt bist du da reingefahren. Mit Schmackes. Also. Bin ich raus. Dieses Mal nicht. Diesmal hast du bremst. Man soll ja nicht immer nur auf den Fehlern rumhacken. Ne? Man sieht hier, Blätten, reflektierter Mensch, hat daraus gelernt. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, das sehen wir jede Woche, Blätten, dass du das nicht mehr kannst. Das sehen wir wirklich in der Tat jede Woche. Aufs Neue. Oh no. Blätten ist ja doch... Das ist irgendwann... Irgendwann sind Jansky-Videos auch einfach nur noch Blätten, oder? Blätten ist auch eine richtige Content-Maschine. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, ey, ich habe ihn nicht gesehen. Keine Chance, Alter, da zu reagieren. Absolut überhaupt keine Chance. Oh mein Gott, was war das denn? Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Oi? Mann, Junge, Alter, was ist das denn jetzt? Gut, dann fahrt nicht so. Okay. Oh, Digga, du kannst doch da nicht reingreifen, du Vollidiot. Wie hohl ist der denn bitte? Junge, wir sind 2 wide und er will aus dieser Dreckskurve ein 3 wide machen. Ist der dumm? Jansky, ich weiß nicht, wie, ob du, also, vielleicht hast du ja im Archiv nochmal so einen Clip von Blätten, wo er das macht? Rennintelligenz von Nabino oder was? Hast du gerade gesagt, dass Bienen dumm sind? Wow, Blätten. Bienen sind nicht dumm. Okay? Bienen sind super schlau. Kommt jetzt der Clip von Blätten? Ah, danke. Oh, bleib doch stehen! Oh mein Gott, der drückt aufs Gas. Ist das ein... Oh mein Gott. Blättenmann! Das sieht nachher wirklich fast so aus, als wenn ich dich hasse. Ah, danke. Vor allen Dingen bleib doch stehen, Alter. Das hätte auch nichts verändert. Das hätte halt einfach auch gar nichts verändert, wenn er stehen geblieben wäre. Oh.
wollte ich gerade sagen, warte mal. Wir gehen noch mal kurz in die Analyse. Ah, danke, danke, danke. Der bewegt sich doch nicht mal. Nö. Das ist, der steht immer noch in der Flucht, Hm. Na gut, Blatten. Bleib doch stehen! Oh mein Gott, der drückt aufs Gas. Ist das ein... Oh mein Gott, ist das ein Affenarsch, Alter. Er geht voll aufs Gas, Mann. Aber Hauptsache, erstmal reinbeleidigen. Hauptsache, erstmal volles Brikett reinbeleidigen, auf Mutter gehen, auf Affenzirkus gehen. Einfach, da wird komplett volles Fund mit dem Besucher. Okay. Mhm. Ach, Bruder, was bist denn du für ein Affenarsch? Mhm, okay, 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 Blenden. Okay, ich präg mir das alles bei. Falls wir irgendwann mal im Podcast sein sollen. Irgendwann mal. Ja, was willst du da machen, ne? Oh ja, da wird noch was passieren. Der wird den Erik abräumen. Ich hab ne Content-Nase, Freunde. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, da ist der Content! Ich hab einfach eine Content-Nase, Alter. Warum mit Blätten? Versteht ihr das? Oh Gott. Ich hab eine Content-Nase. Ach, Sashi. Ich hatte heute so ein schönes Gespräch mit Krodonas. Kleiner Spoiler für einen Podcast. Oh, ich hatte so ein schönes Gespräch mit Krodonas heute. Das ist echt ein toller Mensch. Ich mag den. Er kommt in den Jansky-Videos meistens leider ein bisschen falsch rüber. Ich denke, die sind alle ganz lieb. Ich hab das Gefühl, und da könnte ich mich gerne korrigieren, ich habe das Gefühl, dass E-Sports Split 1 fahren ist wie die Übernahme von Venom. Das ist, also E-Sports ist Venom. Wenn das einmal in dir drinne ist, dann holt das ganz, ganz, ganz dunkle Seiten in dir raus. Das macht wirklich den handzahmsten, nettesten Menschen auf der Welt zu teilweise einem sehr dunklen Charakter. Das könnt ihr übrigens in der Podcast-Folge mit Krodona sehen. Heiße Wurst, ey. Heute ist der Tag der Würste. Ja, Tag der Würste, wie gesagt. Ich muss ja aufpassen, der bremst in diese Kurve ultra früh. Ein Fehler, warum macht denn der keinen Fehler? Ah, Fehler. Oh. Junge, Junge, Junge. Junge, was fährst du denn wie so ein Stück Kacke? Die Leute fahren wirklich um Leben und Tod, Alter. Die Leute fahren um Leben und Tod. Oh, als wenn es um 1 Million Euro geht, Junge. Holy moly, was ist da los? Fahr mal. Alter, Verwalter. Oh, was ist hier? Oh, no. Oh, was ist denn hier los? Oh, schön reagiert. So, was war das denn? Carpark nicht, hä? In Ordnung. Oh, die Videos sind einfach, die sind einfach wild, Junge. Nice. Das hat so kurz Schaden, das meiste vorne perfekt. Boah, wie viele Striche waren das noch? Mich auswählen. Ja. Mich auswählen. Hab ich, alles gut. Oh, warte mal, steht zu weit vorne. Ja, direkt hoch. Junge, alle schon so im Chat. Das wird nichts. Junge, rein da. War sogar an. Ach Leute, ihr müsst auch mal einfach vertrauen. Zwei White. Nee, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Wir machen noch eine dritte auf. Und dann kommt der vierte von hinten. Bremsen brauche ich nicht. Ich lasse einfach reinlaufen. Und dann gehe ich außen dran vorbei, so richtig smooth. Jansky, du Schwein. Jansky, du Schwein. Das, hallo? Finde ich gut, Jansky, danke. Darfst du zitieren, ist kein Problem, ist gut.
Aber ne, ihr seht ja, es ist ja nicht weit hergeholt. Ach Leute, ihr müsst auch mal einfach vertrauen. Zwei White. Nee, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, wir machen noch eine dritte auf. Und dann kommt der vierte von hinten. Bremsen brauche ich nicht. Ich lasse einfach reinlaufen und dann gehe ich außen dran vorbei, so richtig sneak. Ah, perfekt den Start beschrieben und ich war nicht mal dabei. Bro. Ich war nicht mal dabei. Ja, ganz trenchisch, scheiße. Hallo, ich bin da. 80, scheiße. Ah, ja, keine Ahnung, Alter. Die Leute verbremsen sich und dann fahren sie wieder around the outside und der nächste fliegt vor mir ab und alles. Meine Fresse, Alter. Kein Schaden, komplett vorne, Junge. So macht man das. Jo, jetzt hier komplett nach oben, Alter. Zu einer Zeit. Er hält's. Ja. Ach, also so ein dummes Stück. Ich auch noch nie gesehen. Also, sorry. Also. Der Lambo hat mich gekillt, Alter. Ah! Der Lambo hat mich gekillt, Junge. Zu einer Zeit. Er hält's. Ja, aber sorry, jetzt mal wirklich. Einer von beiden muss nachgeben. So. Oder lass uns das nochmal gucken. Jetzt mal wirklich rein. Also das macht er, um zu blocken. Okay. Dann bist du daneben. Jetzt kommt er nach oben, Alter. Und jetzt bist du gleich auf. Zu einer Zeit. So, jetzt möchte Noah, dass er liftet und der andere sagt sich so, ach scheiß drauf, der wird liften. Aber es liftet keiner. Warum dann auch? Also sind wir mal ehrlich, wir fahren ja Rennen, um Rennen zu fahren. Warum sollten wir liften? Wir wollen nicht liften. Wir wollen ja nicht gegen den anderen verlieren. Auf kurz oder lang passiert das halt. Das sieht man nicht, dass er ein Backmarker ist. Warte mal, er ist, warte mal, 31. Wir so macht gucken. Man das. Nö, ist er nicht. Hier ist die 31 auf 17 Clifford, 5 Sekunden Strafe. Ist kein Backmarker. Ist kein Backmarker. Jo, sind auf derselben Runde. Sie kommt mit nach oben, Alter. Ja, ist doch egal, ob er noch pinten muss oder nicht. Das spielt doch keine Geige. Die sind in derselben Runde. Die fahren gerade ein Rennen. Warum? Also jetzt mal wirklich, warum am Ende? Warum soll er liften? Aber das ist halt eine Sache, da liftet keiner. Also du wärst der Einzige, wenn du klug bist, also ist halt leider wirklich so, wenn du klug bist, lass die Leute einfach machen. Lass die Leute einfach ihren Scheiß machen. Einfach runtergehen, mach dein Ding, du schmeißt dich eh, eine Runde später liegst du eh irgendwo im Graben. Mach dein Ding, ich brauch hier mit dir nicht gegenhalten, warum? Das lernst du sehr, sehr früh, also was heißt früh, über die Zeit lernst du, dass das einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also gerade auf der Nordschleife, war ja, wenn ich da drauf zufahre, und ich sehe, dass er nicht zurückzieht, dann lifte ich und bremse und dann fliegt er ab. Er hält's. Das ja. Ach, also so ein dummes Stück. Hab ich auch noch nie gesehen. Also sorry. Das Ding. Der Lambo ist einfach scheiß drauf. Full Commitment. Ich zieh durch. Und ihm, also, Bro, er ist ein Boxenstopp hinter mir. Er hat 5 Sekunden Strafe, aber hält dagegen. Man nimmt eigentlich Jan Skimmich mich mal auf. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Stabiler Einstieg in so eine Jansky-Compilation. Perfekt. Jetzt baue ich schon so viel Scheiße. Jansky nimmt mich einfach nicht in seine Videos. Finde ich kacke einfach, blöder Jansky. Weiß jetzt nicht, ob man stolz sein kann darauf, dass man in der Jansky-Compilation ist. Wirklich. Kann man da stolz drauf sein? Irgendwie schon. Ich hab ja den ganzen Tag trainiert so und ich hab die ganze Zeit TC0 trainiert. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Aha-Effekt. Nein! Ich möchte kurz ein... Erstmal die Content-Nase. Es ist wichtig, Leute, an die zuschauenden Menschen, das ist die Content-Nase. Ich übernehme mal ganz kurz die Rolle von Bletten, okay? Ich habe heute wirklich den ganzen Tag trainiert
Und ich hatte so einen richtigen Aha-Moment mit TC0. Wirklich hatte den absoluten Durchbruch. Was ich euch jetzt aber gerade nicht sage, weil ich ein Content-Creator bin, ich habe ungefähr 15 Minuten gedreht, fühlte sich fantastisch an, ohne Verkehr auf der Strecke, mit optimalen Bedingungen, dass ich mir gesagt habe, nö, doch, TC0 ist eigentlich fahrbar. Jetzt bin ich aber im Stream, habe andere Menschen auf der Strecke, andere Bedingungen und irgendwie passiert mir jetzt das. Und ich würde fast meinen Arsch drauf verwetten, zu einem sehr großen Anteil, wenn ein Content-Creator sagt, dass er sehr viel trainiert hat, hat er ungefähr 10 Minuten in seinem Rig gesessen und nicht mal, wirklich ungelogen, nicht mal einen Vierteltank weggefahren. Nicht mal ansatzweise einen Vierteltank weggefahren, sondern einfach nur rin, bisschen Gurken, Setup ist gut, geh ich rein, ich fahre jetzt. So, und jetzt gucke ich in den Chat, weil Blätten ist nämlich hier. Blätten, ha, 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 das war genau so. So, und jetzt sitzt ihr da draußen, ne? Ab und an mal in den YouTube-Kommentaren und sagt zu mir, ich soll die Fresse halten. Nee, brauche ich nicht, weil das ich habe das alles selber schon erlebt. Und das hier ist einfach nur ein Sinnbild von sehr vielen Sim-Racern. Weil wenn ich jetzt beispielsweise, ich würde Samstag, wir fahren diese Woche Samstag 24 Stunden Daytona, und ich sage, ich habe sehr viel trainiert, dann kann ich euch bestätigen, ich habe am Montag zweimal einen halben Tank in Daytona mit dem Cadillac runter. Leere Strecke, optimale Bedingungen, lief fantastisch. Ist im Vergleich zu sonst, ist wirklich viel Training. Blenden, ich möchte das nochmal laufen lassen. Einfach nur, um das nochmal zu bestätigen. Mit Kuss. Ich habe ja den ganzen Tag trainiert, aber eigentlich wollte ich euch sagen, ich habe 15 Minuten trainiert. Aber ich habe den ganzen Tag trainiert, klingt ein bisschen besser. Leute haben dann so ein bisschen mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich übersetze das nur kurz für euch, okay? Und ich habe die ganze Zeit TC0 trainiert. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Aha-Effekt. Ich hatte wirklich so einen kleinen Aha-Effekt, als ich TC0 trainiert habe, weil ich bin die ganze Zeit nur so mit Halb- und Viertelgas gefahren. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich sehr schnell fahren musste und irgendwie in irgendeiner Form unter Druck bin. Und deswegen habe ich mich noch nicht rausgedreht. Aber als ich das erste Mal aus der Box rausgefahren bin, hatte ich schon wirklich Schwierigkeiten bei der Ausfahrt von der Boxengasse und mir ist wirklich fast das Auto weggeflogen. Aber ich habe es gerade nochmal eingefangen, weil ich nebenbei keinen Stress hatte und keinen Chat lesen musste. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es lief wirklich gut heute. Nein, ich habe TC auf drinne. Ich liebe diese Compilations. Ich liebe einfach diese Compilations. Ich wirklich, ohne Scheiß, ich liebe sie abgöttisch. Ich liebe sie einfach, weil man sich da so schön drinne wiedererkennen kann. Und wer sich da drinne nicht wiedererkennt, der lügt halt. Also ich würde fast behaupten, der lügt halt einfach. Der lügt halt einfach. Also fast jeder ist mal so auf Mountainbike oder Mutti gegangen und dem ist mal was rausgerutscht. Oder komische Sachen gemacht. Ach, Jansky, dankeschön. Kuss geht raus. So, jetzt dürft ihr das alle mal liken. Für Jansky.